Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und heute gibt es kurze News zum japanischen Dokkan Battle, denn das Extreme Z-Battle und Extreme Z-Awakening von Cellus Online, damit ihr da schon mal gewappnet seid. Außer vorweg, ich bin auf jeden Fall gewillt, das Extreme Z-Battle zu machen in dem Stream. Falls ich heute spontan zu einem Stream komme, dann haltet auf jeden Fall die Augen offen, dann gehe ich online. Wenn nicht, dann ist ja für morgen Stream gesetzt, die aktuellen Zeiten bzw. den Streamplan entnimmt ihr immer der Videobeschreibung. Und noch eine Sache außer vorweg, und zwar sollte für Dragon Ball Legends heute eine Wartung sein, aber ich habe ja gestern gesagt, man sollte Leaks immer mit Vorsicht genießen, also es kam nicht dazu. Es hat eine Sache, es sind halt Leaks im Endeffekt, ja, sind zwar in den Daten die ganzen Sachen irgendwo, aber es muss halt nicht dann zwingend sein, dass sie auch zu dem Datum rauskommen. Heißt, wir müssen da uns noch gedulden, bis das Ganze in-game offiziell angekündigt wird. Also nicht falsch verstehen, die Updates, die kommen, Charaktere werden auf jeden Fall noch kommen, nur wird sich das Datum ändern, beziehungsweise müsst ihr einfach warten, bis in-game in Dragon Ball Legends selbst das Ganze angekündigt wird, mit der Wartung, mit dem Update. Genau. Aber, wie gesagt, jetzt zum Extreme Z-Battle und Extreme Z-Fest von Cell. Wir wissen, Texas hat sein Extreme Z-Awakening bekommen, beziehungsweise durch sein Extreme Z-Battle könnt ihr ihn Extreme Z-Awakening. Sein Extreme Z-Fest-Banner ist ebenso online. In dem Banner könnt ihr euch diese drei Charaktere holen, beziehungsweise sind diese gefeatured. Ob ihr das haben sollt, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ihr könnt einmal den Tag Cell holen, der eben sein Extreme Z-Awakening bekommen hat. Super Vegeta an der Stelle ist im Banner, weil er ein Super-Int-Charakter ist und da effektiv Schaden gegen macht. Vegeta hingegen ist der MVP gegen das Extreme Z-Battle gegen Cell, denn er ist zum einen Super-Int-Charakter und er gehört zur Future-Kategorie und wir wissen, die Future-Kategorie macht vermehrt Schaden gegen Cell. Heißt, ja, wenn ihr einen von den drei Dudes hier braucht, dann könnt ihr es auf jeden Fall versuchen in diesem Banner. Genau, aber zum Extreme Z-Battle selbst, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gewillt, das zu machen, haltet die Augen offen, wann wir da online gehen werden. Extreme Z-Battle läuft ganz normal ab, wie wir es kennen. Es geht natürlich von Level 1 bis whatever 999, aber ihr müsst das von Level 1 bis 30 schaffen, um Cell komplett Extreme Z-Awaken zu können. Vorsichtig ausgedrückt, denn wir wissen, es gibt Checkpoints, wenn ihr zum Beispiel die letzte Stage 30, Level 30 nicht schafft, um die letzten Goldmedaillen zu holen, dann könnt ihr den letzten Checkpoint machen, Level 25, um von dort die Goldmedaillen zu farmen. Das geht auch, müsst das Stamina verbrauchen, aber ey, es geht. Wenn ihr ums Verrecken Level 30 nicht schafft, ihn aber erwecken wollt, dann farmt die Goldmedaille einfach vom letzten Checkpoint aus. Gilt, by the way, für alle Medaillen. So, genau, und zwar wissen wir ja, Extreme Z-Battle, ist ja alles vom Tech-Type, heißt mit Super-Int-Charakteren haben wir da auf jeden Fall einen Vorteil, aber zusätzlich dazu tut die Kategorie Future, die neue Kategorie, dafür sorgen, dass wir wirklich vermehrt Schaden gegen Cell machen und er weniger gegen uns etc. etc. Also, ich sag mal so, von Level 1 bis 10 werdet ihr auf jeden Fall mit einem Super-Int-Team klarkommen, sei es mit Gogeta als Leader oder LL Vegito. Oder mit irgendeinem Kategorie-Leader. Bis Level 20 solltet ihr das auch schaffen, wenn ihr da richtigen Charaktere setzt. Ab Level 20 müsst ihr dann schon darauf achten, dass ihr vermehrt Charaktere der Future-Kategorie in euer Team nimmt. Und eben auch am besten als Super-Int-Charaktere überwiegend. Genau, ja, wir wissen, wir bekommen da gewisse Items, Orbs für Cell, Grand Kai's Tech, um seine Essay zu leveln und natürlich die Medaillen. Was hier, das sind die Medaillen natürlich. Wir wissen, Cell kommt dann nach seinem Extreme Awakening zu Level 140, SA Level 15. Was ändert sich aber bei den Dudes? Switch mal ganz kurz zu Dokkan Battle Wiki. Dokkan Battle Wiki, um das Ganze zu sehen. Nämlich, boom, was ändert sich nach dem Extreme Z-Awakening von Cell? Und zwar sehen wir das im direkten Vergleich, okay? Sein Leader Skill zum einen bekommt er, beziehungsweise gibt er dann nach seinem Extreme Z-Awakening Tech-Type Key plus 3 auf HP und NF 70%. Er macht nun immens Damage statt Supreme Damage, sehr, sehr gut, und healt sich um 10%. Ist ein netter Heal, kann man auf jeden Fall mitnehmen auf jede Ulti. Wichtig ist aber dann die Passive. Seine Passive zuvor war, er hat für den Angriff und auf die Verteidigung 12% für jeden Key bekommen, den er einsammelt. Nun bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 15% pro Key. Ist ein solider Boost auf jeden Fall. Und bekommt zusätzlich ein Key plus pro Rainbow Orb, den er einsammelt. Die Sache ist folgende. Er ist jetzt kein LR-Charakter, heißt, er hat eh nur seine Ulti-Statte so oder so bei 12 Key. Drüber geht es nicht. Okay. Ich spreche gerade die zweite Passive an, dass er pro Rainbow Orb den einsamen Key plus 1 gibt. Im schlimmsten Fall, wenn quasi keine Orbs da sind und man mit ihm trotzdem ulten will, ist das eine Passive, die auf jeden Fall in jedem Fall hilft, um uns an unsere Ulti zu bekommen. Aber, wie gesagt, er ultet eh bei 12 Key und in vielen Fällen werdet ihr wahrscheinlich eh mit ihm oft ulten, denn ihr wollt ja eh viel Orbs mit ihm einsammeln. Halt, ihr müsst dann natürlich eure Orbs managen, wo ihr sie setzt. Aber ja, was ich halt noch cooler finden würde, das mit Attack unter 50%, das passt, finde ich solide, kann man auf jeden Fall machen. Nur die Zeit der Passive hätte man vielleicht noch ein bisschen ändern können, indem man noch zusätzlich einen
zusätzlichen Angriffboost von sei es 5 oder 7% pro Rainbow Orb und Ki plus 1 geben würde. Heißt, hier bekommt man nur Ki plus 1 pro Rainbow Orb. Ich hätte mir zusätzlichen Angriffboost, einen kleinen Angriffboost noch gewünscht. Aber ey, es hat auf jeden Fall nach einer Extreme Awakening gemacht, auf jeden Fall Schaden und ist auf jeden Fall solide geworden. Links den Revival Messenger from the Future, Big Bad Boss, Kamehameha, Attack of the Clones, Ultimate Lifeform, Fierce Battle. Er gehört zur Kategorie Resurrected Warrior. Und genau hier sind die Anzahl die Ops an Orbs, die ihr da braucht, um ihn da quasi zu erwecken. Beziehungsweise klickt man die Medaille nochmal an, denn da war eine schöne, ja, genau. Hier war was schön gegliedert. Ja, erst, man kann ja Charakter bis zu 7x7 awaken. Für das erste Mal braucht ihr 3 Medaillen, dann wird er zu Level 125, sein Max Level. Dann braucht ihr 5 weitere Medaillen für Schritt 2, wird SA11 und so weiter und so fort. Ihr könnt das den Graphen nehmen hier. Genau, Leute, ich hoffe, die ganzen kurzen News haben euch gefallen. Demnach, wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.